Hallo Filmfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Filme for Life. Ja, heute soll es mal um ein Thema gehen, das hier auf YouTube immer wieder angesprochen wird und vor allem auf Facebook natürlich heiß diskutiert wird. Thema Verpackungen von Filmen und da natürlich der Bezug auf das Mediabook. Ja, ich möchte das Ganze einfach mal noch mal ein bisschen weiterfassen, will so ein bisschen auf die Veränderung eingehen, die mir persönlich aufgefallen ist. Und schlussendlich, ihr habt es natürlich alle schon im Titel gelesen, ja, Mediabook als Wertanlage. Doch gehen wir noch mal zurück in die Anfangszeit der Mediabooks. Soweit ich mich erinnern kann, war so eines der ersten Mediabooks The Tournament von NSM Records. Ein Mediabook, das ich persönlich auch in der Sammlung habe und für mich persönlich ist es wirklich ein sehr bedeutungsvolles Mediabook, weil es halt eben eines der ersten war. Es heißt natürlich nicht, dass es dann besonders wertvoll ist, aber für mich persönlich hat es trotzdem irgendwie so einen speziellen Stellenwert. Es war tatsächlich lange Zeit ein bisschen kostenintensiver. Ich glaube, es wurde lange Zeit auf Amazon auch sehr, sehr hoch gehandelt, beziehungsweise auch auf Filmundo und so. Mittlerweile wird es ja wirklich den Leuten nachgeschmissen. Man muss natürlich auch sagen, dass dieses Mediabook qualitativ nichts Besonderes ist. Vor allem, wenn man mal in das Booklet reinschaut, das sind ja wirklich nur, boah, ich glaube, 4 oder 6 Seiten mit Bildern, kaum Inhalt. Das war ja noch eine andere Dimension von Mediabook. Damals, vor allem in den Jahren 2012, 13, 14, 15, ging es ja wirklich darum, besondere Filme, Filme, die vielleicht in Deutschland gar nicht erhältlich sind, im Mediabook zu veröffentlichen. Und das hat man ja auch gemerkt, dass vor allem österreichische Labels, wie zum Beispiel Illusions, wie zum Beispiel NSM Records, wie zum Beispiel XT Video, die haben zur damaligen Zeit Sachen veröffentlicht, die man eben in Deutschland einfach nicht bekommen hat. Also Mediabook stand damals vor allem unter dem Gesichtspunkt ungeschnittene Filme, meistens im Bereich Horror zu verordnen. Und deshalb war damals das Thema Mediabook durchaus für viele Sammler einfach interessant. Ja, meine erste Börse, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war so ungefähr 2015 rum. Da lagen natürlich auch schon viele, viele Mediabooks rum. Vor allem 84 war damals natürlich so eines der größten Labels. Und damals waren die Preise wirklich noch super human. Ich kann mich noch erinnern, auch online teilweise Mediabooks wie zum Beispiel Eden Lake, die Erstauflage von NSM Records. Ich glaube, die war damals 25 Euro, war der Release-Preis, also wirklich sehr, sehr human. Wenn auch die Sachen dann mal 30 Euro gekostet haben, es war auch völlig in Ordnung, weil es damals einfach wirklich was Besonderes war. Und qualitativ gibt es natürlich mittlerweile teilweise sehr, sehr hochwertige Mediabooks. Zum einen natürlich, wenn man auf das Produkt an sich mal ein Auge wirft, aber natürlich auch, wenn man auf die Inhalte mal schaut. Zur damaligen Zeit war da das Thema wahrscheinlich noch nicht so wichtig. Es ging halt da hauptsächlich darum, irgendwie was Besonderes draus zu machen. Und ja, das Booklet war meistens schon sehr ordentlich. Es war jetzt noch nicht wirklich was
Spezielles oder was Hochqualitatives, aber man konnte sich ein paar nette Sachen rauspicken. Das Ganze hat natürlich irgendwie im Laufe der Zeit auch immer mehr geboten. Im Bereich der Booklets wird mittlerweile auch immer wieder diskutiert, was ist gut, welche Autoren sind vielleicht besonders gut. Ich will da jetzt gar nicht auf spezielle Autoren eingehen, aber man hat so, ja, mittlerweile so ein bisschen, glaube ich, den Dreh raus. Es gibt Mediabooks, die sehr, sehr gute Inhalte haben, also vor allem Autoren, die sehr, sehr gute Inhalte schreiben. Es gibt natürlich auch Autoren, die vielleicht jetzt in der Film-Community nicht so gern gemocht sind. Das liegt gewisse, da gibt es gewisse Sachen, die einfach aufgetreten sind in der Vergangenheit, aber man muss natürlich auch sagen, das Thema Mediabook war früher ein Thema, da kam von einem Label nicht im Monat zwei neue Mediabooks gefühlt raus, sondern das war halt was Besonderes. Dementsprechend konnten sich Autoren vielleicht auch mehr Zeit lassen. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, wie wenn vor allem Booklet-Texte oft zur Auftragsarbeit so ungefähr, wir haben jetzt 30 Titel im Petto, schreib mal bitte für die 30 Titel ein Booklet und dann können wir das so schnell wie es geht raushauen. Dementsprechend bleibt natürlich für diverse Autoren auch keine Zeit mehr, sich besonders intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, viele Hintergrundinformationen zu bekommen, denn ja, wenn man so ein Booklet auf, keine Ahnung, 4, 5 Stunden schreibt, dann hilft halt wahrscheinlich nichts, außer dass man halt irgendwie auf Wikipedia zurückgreift oder wie auch immer. Aber es soll jetzt hier nicht unbedingt nur ums Booklet gehen, sondern allgemein um das Thema Mediabook. Ja, was macht ein Mediabook besonders? Klar, das ist zum einen natürlich eine schöne Verpackung für einen Film, dann natürlich das Booklet, wie gerade angesprochen, aber natürlich auch den Film selbst. Und das war natürlich vor vielen Jahren noch was Besonderes, weil es sich eher so im Bereich der Horrorfilme, im Bereich der ja, spezielleren Kost, der härteren Kost einfach bewegt hat. Mittlerweile kommt ja wirklich jeder Dreck leider im Mediabook. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Filme dann besonders schlecht sind, aber dieser Mediabook-Markt, dieser Mediabook-Bubble ist ja mittlerweile utopisch geworden. Es schießen Labels aus dem Boden bis zum geht nicht mehr. Und warum war jetzt mein Titel Mediabooks als Wertanlage? Ja, mir ist es besonders wichtig, heute mal so ein bisschen über die Preise zu sprechen. Denn, wie gesagt, vor vielen Jahren oder vor ja, 2015, vor 8 Jahren, war der Release-Preis von einem Mediabook zwischen 25 und 30 Euro. Mittlerweile ist er ein bisschen gestiegen. Es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass gewisse Ressourcen einfach teurer geworden sind. Das ist ja auch alles schön und gut. Auch Lizenzen sind teuer, vor allem im Bereich der Nischen. Der Nischentitel ist ganz klar. Und wer dann halt sowas gerne auf Disc sein eigen nennen möchte, der muss halt einfach ein bisschen mehr bezahlen. Aber das soll hier gar nicht fokussiert werden, sondern für mich ist eigentlich schockierend dieses ganze, dieser ganze Limitierungswahnsinn und dann diese enormen Preise, die in Filmundo, die auf eBay, die auf irgendwelchen Börsen teilweise verlangt werden. Denn für mich ist ein Mediabook eine Filmverpackung. Das heißt, es geht für mich persönlich hauptsächlich um den Film. So, mich als Filmfan tönt es natürlich schon auch an oder ich finde es natürlich schon auch cool, wenn ich zu einem Film, den ich sehr, sehr gern mag, auch ein richtig cooles Cover habe. Ob das jetzt ein VHS-Nachbau ist oder ob das jetzt irgendwie ein gezeichnetes Artwork ist, das mir besonders gut gefällt oder einfach nur das Original-Kinoplakat ist ja eigentlich auch egal, weil jeder hat so seine eigenen Präferenzen und jeder bevorzugt was anderes. Nichtsdestotrotz finde ich es teilweise absurd, wenn ein Film angekündigt wird, man dann
für 30, 35 Euro das Ganze erwerben kann. Und ein paar Stunden später verlangen die Leute 100, 120 Euro. Das ist einfach absurd. Und wenn man hier mal so ein bisschen einfach auch auf Raritäten hier mal so ein bisschen, ja, seinen Blick wirft, dann kann man natürlich sagen, es gibt Filme, die sind im Laufe der Zeit teuer geworden. Zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein, ja, keine Ahnung, Fliege, ein X-Tro, Kavajott, oder auch die Wolf Creek Sachen oder auch die Hills Have Eyes Filme. Allerdings hat das Ganze ja immer ein bisschen unterschiedliche Ursachen. Zum Beispiel bei Wolf Creek gibt es halt einfach nur die Mediabooks. Es gibt dann noch ein paar Hardboxen, die sind allerdings sehr, sehr streng limitiert. Dann gibt es noch ein sehr hochlimitiertes Steelbook. Ich glaube, das ist auch auf 1500 Stück limitiert oder so. Aber da sind halt vor allem die Filme die, wo die Mediabooks auch oder warum die Mediabooks so teuer sind. Dann gibt es natürlich auch Filme oder Cover-Varianten, die sehr, sehr teuer sind, wie zum Beispiel bei X-Tro, Cover J, weil es halt ein Rick Melton Artwork ist und deswegen die Leute sehr, sehr stark sich auf dieses Cover stürzen. Wenn man dann die anderen Mediabooks anschaut, die bekommt man für ein paar Euro. Ich glaube 25, 30 Euro werden die meistens auf den Börsen gehandelt. Nur dieses eine Cover ist ebenso teuer. Das Ganze ist ja irgendwie ja noch nachvollziehbar, denn wenn Sachen ausverkauft sind, wenn Sachen über Jahre lang an Wert gestiegen sind, das ist halt einfach mal so, dass wenn Ressourcen knapp sind, dann steigt der Preis. Und genau so ist es halt bei diesen Titeln auch, wenn man mal drüber nachdenkt. Wolf Creek, der erste Teil, hat im Cover A, ich glaube, eine Auflage von 3000 Stück. Und dann kam mir nochmal, ich glaube, auf 500 Stück limitiert oder so ein Cover B. Das ist schon wirklich enorm. Und wenn dann mal die Ressourcen knapp sind und dieses Mediabook enorm an Preis gewinnt, okay, dann hat es halt einen gewissen Sammlerwert. Und dann gibt es natürlich noch die Leute, die das Ganze halt OVP haben möchten. Da dann ein Exemplar zu bekommen, das noch OVP ist, ist natürlich auch nicht so einfach. Und deswegen ist es für mich persönlich auch nachvollziehbar, dass zum Beispiel ein Fliege-Cover B, welches ja momentan so ziemlich das begehrteste Mediabook auf dem Markt ist, wenn dann ein solches Mediabook noch OVP ist, wenn es dieses Mediabook jetzt, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ich glaube 500 Stück oder so, wenn es von diesen 500 Stück dann noch, keine Ahnung, 30 oder 50 Stück gibt, die OVP sind, dann sind die natürlich rar. Und das Ganze leuchtet mir auch ein. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen erschreckend, dass dann Mediabooks, die heute rauskommen, morgen schon zu teilweise exakt den gleichen Preisen gehandelt werden, wie Mediabooks, die vor vielen Jahren ausverkauft oder die vor vielen Jahren released wurden und halt über die Zeit einfach einen gewissen Sammlerwert bekommen haben. Und da kommen wir jetzt auf die derzeitige Filmsammel- oder Verpackungssammelgesellschaft. Denn dadurch, da ja viele Leute mittlerweile mitbekommen haben, dass Mediabooks sehr, sehr schnell im Preis steigen, ist natürlich auch die Nachfrage von Leuten, die teilweise überhaupt kein Interesse an dem Film haben, ist natürlich gestiegen. Die sagen, hey, ich kaufe mir da jetzt ein Mediabook, denn ich kann das Ganze in einem Monat zum doppelten Preis verkaufen. Das heißt, dieser ganze Mediabook-Wahnsinn hat ja mittlerweile eher eigentlich so eine betriebswirtschaftliche, so eine gewinnbringende Absicht. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Vor allem, wenn man sich dann mal überlegt, was teilweise Mediabooks eigentlich für einen Mehrwert haben.
Wenn man gewisse Mediabooks, vor allem Repack-Mediabooks, anschaut, dann hat man ja eigentlich nicht wirklich Mehrwert, bis auf ein schönes Cover und ein Booklet. Ja, das Problem ist halt, dass diese Mediabooks meist OVP bleiben. Das heißt wiederum, dass ja dieses Booklet gar nicht gelesen wird. Dementsprechend kaufen die Leute ja diese Mediabooks nur, damit sie original verpackt als Wertanlage im Regal stehen. Weil mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Mediabooks und man liest es ja permanent in irgendwelchen Gruppen, dass Leute nicht mehr ihre Sammlung komplettieren, weil es einfach viel zu teuer ist. Verstehe ich natürlich auch. Es kommt einfach mittlerweile viel zu viel raus. Aber irgendwie ist es halt trotzdem für Filmsammler schade, wenn permanent gerepackt wird und sich nicht mehr so auf Filme spezialisiert wird, die vielleicht noch nicht erschienen sind. Und ich finde es momentan sehr, sehr schön, dieser Diskurs zwischen Play on Pictures und Nameless. Denn Nameless hat einen Warner-Deal gemacht, aber sie haben einen Warner-Spindel-Deal bekommen. Das heißt, sie holen sich Filme. Sie besorgen sich oder sie haben gewisse Filme von Warner bekommen, die sie repacken dürfen. Wir fangen an bei Gremlins, bei die City Cobra, jetzt aber auch bei S. Diese Filme gibt es natürlich alle schon auf Blu-ray, aber Mediabook-Sammler wollen sich diese Exemplare auch im Mediabook gerne hinstellen. Und ich, wenn jetzt, keine Ahnung, ein großer Fan von die City Cobra bin natürlich auch, finde es natürlich auch cool, wenn ich dann da ein cooles Mediabook habe. Aber ich würde niemals 50 oder 60, 70 Euro und auch keine 150 Euro für ein Mediabook zahlen, was mir eigentlich keinen Mehrwert bringt, weil nur das Cover cool ist. Aber leider ist momentan halt der Trend so, dass eben vor allem meistens gewisse Covervarianten, aber zum Teil auch einfach die ganze Auflage so extrem hoch gehandelt wird, dass es einfach für Filmsammler oft gar nicht mehr relevant ist, sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, Mediabooks zu kaufen, wenn man sie bei Release verpasst hat, da es einfach auf dem Filmmarkt so viel zu entdecken gibt, damit man, wenn man ein Mediabook nach Release kaufen würde, zu so einem Preis, kann man halt, keine Ahnung, 10 Neusichtungen machen, die vielleicht einem persönlich sehr, sehr viel mehr Freude bereiten. Und man liest es sehr, sehr häufig jetzt auch auf Facebook, dass viele Leute ihre Sammlung aufgeben. Diese Mediabook-Bubble wird, glaube ich, in naher Zukunft irgendwann platzen. Ich habe da auch mal mit dem lieben Matthias von der Bundesfilmanstalt mal einen Podcast darüber aufgenommen, so das Thema Mediabook an sich. Aber ich glaube, es wird irgendwann mal diesen großen Crash geben, wo diese Mediabook-Bubble einfach einbricht, wo Leute dann sagen, hey, nein, ich bin es nicht mehr oder ich glaube, dass oder ich bin nicht mehr bereit, so viel Geld für einen Film, für einen, ja, eigentlich nicht für einen Film, sondern für eine Verpackung zu zahlen. Und man merkt es ja immer mehr, vor allem hier auf YouTube, die allermeisten YouTuber, die jetzt nicht mit Belegexemplare ausgestattet werden, sondern sich ihre Sachen selber kaufen, die schränken sich ja eh schon sehr, sehr stark ein. Da wird nicht mehr auf jedes gehypte Mediabook zurückgegriffen, sondern hier finde ich, ist die, man reflektiert sich selbst. Die Leute haben mittlerweile begriffen, dass es viel mehr auf dieser Welt gibt, als nur immer diese teuersten Mediabooks zu kaufen. Das ist aber auf Facebook einfach noch ganz anders. Da wird dann ein Mediabook sehr, sehr gehypt und alle stürzen sich drauf und jeder will dieses eine Exemplar haben, nur weil es im Hype ist. Und dementsprechend ist es natürlich oder kann es
vielleicht auch sehr problematisch sein. Manche Leute haben vielleicht auch gar nicht das Geld, aber wenn halt dieses Mediabook gehypt wird, das ist natürlich allgemein die Social Media Problematik, ob das Ganze jetzt TikTok, Instagram, Facebook, wie auch immer ist, aber ja, da kommen wir jetzt schon wieder in einen anderen Bereich, den will ich jetzt gar nicht aufmachen. Nichtsdestotrotz, Mediabook als Wertanlage, um nochmal hier ein Fazit zu ziehen. Ich persönlich finde die ganze Entwicklung der Mediabooks sehr, sehr erschreckend. Und mit Labels, die mittlerweile jeden Film irgendwie rausbringen, hat sich natürlich der Markt sehr stark verändert. Aber mittlerweile ist es halt wichtig, eine schöne Verpackung zu haben, ein schönes Cover zu haben. Und dann kann ich mir auch das Mediabook, ohne irgendwie drüber nachzudenken, ins Regal stellen, denn ich weiß, das Ganze wird mehr wert. Was da drinnen eigentlich ist, ob die Disk einen Fehler hat, was auf der Disk drauf ist, was im Booklet drinnen steht, das ist alles zweitrangig. Es geht nur darum, mein Mediabook muss OVP sein, am besten noch großformatig. Ich habe jetzt erst wieder auf Facebook gelesen von jemandem, der sich Texas Chainsaw Massacre Teil 3 nicht gekauft hat, weil es vom Playon veröffentlicht wurde. Also ganz ehrlich, das hat für mich mit einem Filmfan überhaupt nichts zu tun. Hier geht es lediglich um die Verpackung und für mich ist halt dieser Film jetzt mal schön zu sichten, egal ob das jetzt eine MRA ist oder ob das ein Mediabook ist. Ich freue mich natürlich über Mediabook, ich bin auch leidenschaftlicher Fan und Sammler, aber ich kaufe mir trotzdem Mediabooks immer noch um des Filmes wegen, weil ich den Film gerne sehen möchte, weil Mediabooks auch noch teilweise gewisse Extras bieten, die in Stream zum Beispiel nicht vorhanden sind. Da kann man meistens auch auf eine MRA zurückgreifen, die gibt es aber oft noch nicht. Man hat es auch zum Beispiel im Wicked Vision Podcast jetzt letztens erst gehört. Es ist halt das Problem, wenn ein Film im Mediabook erscheint und gewisse Händler hier eine große Anzahl an Mediabooks einem abnehmen, dann freut man sich als Label, weil man die Sachen gut verkauft bekommt. Aber der Händler heißt ja nun nicht gleich, dass der die ganzen Sachen sofort wegbekommt. Jetzt, wenn der Händler natürlich nach einem halben Jahr immer noch 200 Stück auf Lager hat, wäre es ja für ein Label irgendwie unfair, wenn man dann sagt, hey, jetzt haue ich eine Keepcase raus, nur weil es bei mir im Shop ausverkauft ist. Der Händler wird dann das nächste Mal vielleicht sagen, hey, dann nehme ich doch dem Label nichts mehr ab. Dementsprechend für mich jetzt aufgrund des letzten Podcasts von Wicked Vision auch nachvollziehbar, wie dieser Markt so auch ein bisschen aus Labelsicht hier voranläuft. Ich finde es ein wichtiges Thema, da mal drüber zu sprechen. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich finde, das Thema Verpackungen wird immer wieder angesprochen. Es ist ein heiß diskutiertes Thema und eigentlich will ich mich aus diesem ganzen Verpackungswahnsinn raushalten, denn ich persönlich bin ja ein Filmsammler. Ihr wisst es, bei mir geht es meistens eher um das italienische Team, um das italienische Genre, also ein Nischengenre so gesehen. Aber für mich ist es trotzdem sehr erschreckend, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und ich wollte das Thema jetzt hier einfach mal ansprechen und hoffe natürlich, dass ich hier auch den einen oder anderen Kommentar dann lesen kann, der sich ein bisschen reflektierend auf diese Thematik oder reflektierend mit dem Thema auseinandersetzt. Denn ja, für mich ist das Mediabook-Sammeln auch leider nicht mehr das, was es früher mal war. Die Faszination von Mediabooks geht immer mehr verloren. Aber zum Schluss möchte ich natürlich trotzdem noch sagen, es freut mich, dass es immer noch Labels gibt, die ihr ganzes Herzblut reinsetzen, um Filme zu veröffentlichen, die es einfach bisher noch nicht gibt. Und dann mit einer enormen Auswahl an Bonusmaterial, dass man sich wirklich sagen kann, okay, und dieses Mediabook, das bietet mir den Mehrwert. Da kann ich wirklich mich austoben. Ich kann mir alles Erdenkliche reinziehen, ob es jetzt im Booklet-Infos sind oder ob es auf der Disk dann
irgendwelche Infos sind. Es ist schön, dass es auch solche Labels noch gibt. Ja, und mit diesen Worten möchte ich jetzt auch diesen Input, der jetzt mittlerweile fast 25 Minuten geht, auch abschließen. Ich hoffe, ihr schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, damit wir dann noch ein bisschen diskutieren können. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal. Hier auf meinem Kanal Filme for Life. Also, Servus.